Ein herzliches Grüß Gott. Ich bin der Klaus-Dieter Kaul. Ihr habt vielleicht gehört, dass ich heute zweimal hier eine Geschichte erzähle. Eine habe ich schon für die jüngeren Kinder erzählt, über die Entstehung der Erde. Und für euch habe ich ausgewählt die Geschichte vom Entstehen von Zahlen und der Mathematik. Und dafür habe ich so ein bisschen was vorbereitet, wie ihr seht. Ihr könnt auch dann, wenn ich fertig bin mit meiner Geschichte, könnt ihr auch gerne da einfach euch ein bisschen nochmal nähere Informationen holen. Da gibt es auch viel zum Nachlesen nochmal, weil ich erzähle das ja nur. Und da könnt ihr, wer noch mehr Interesse hat, dann nochmal genauer nachlesen oder was euch aufschreiben oder was auch immer. Ja, ich fange mal an mit einem ganz sehr uralten Volk auf der Erde, nämlich mit dem Volk, das hier als Ureinwohner Australiens ihr vielleicht kennt, die Aborigines. Also die Aborigines sind ein Volk, die hier in Australien leben, seit vielen, 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 vielen tausend Jahren, ich glaube seit 30.000 Jahren. Und Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass die Aborigines und auch viele andere Naturvölker in Afrika oder auch auf vielen Inseln der Welt, dass die es noch nie nötig hatten, Zahlen zu benutzen. Die brauchen das nicht. Ja, also die brauchen das bis heute noch nicht. Also die Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, die kennen nur eins und viele. Und das reicht denen. Mehr brauchen sie nicht. Was auch klar ist, das hängt natürlich mit ihrer Kultur zusammen, weil die Aborigines oder andere Völker zum Beispiel haben nie das Interesse gehabt, irgendwie eine Siedlung sich zu bauen, ein Häuschen zu bauen oder Vieh zu halten oder irgendwie Landwirtschaft zu betreiben. Das ist nicht deren Thema, sondern die ziehen einfach durch die Lande und finden da, was sie zum Essen brauchen, und irgendwo finden sie überall einen Platz, wo sie auch schlafen können. Deswegen brauchen die einfach keine Zahlen, haben die nie gebraucht. Ja? Das ist auch nett, gell? Also manche, ich habe schon Schülerinnen und Schüler gehört, die dann gesagt haben, oh, das würde ich ja gerne eine Aborigines-Schule besuchen. Dann habe ich es mit der Mathematik dann ganz leicht. Genau. Aber nun, ich glaube, hier ist niemand von den Aborigines unter uns. Das heißt also, wir gehören eher zu anderen Kulturen, die eben dann doch irgendwann die Idee hatten, denen es wichtig war, irgendwie Zahlen zu erfinden, sich auszudenken. Ja, und zu der Kultur gehören wir auch, aber es gibt auf der Erde ja ganz viele unterschiedliche Kulturen. Ich habe da auch überall so kleine Bildchen hingelegt, damit ihr einfach seht, wo die Kulturen überall verbreitet sind, mit ihren verschiedenen Arten, Zahlen sich auszudenken und Mathematik zu machen. Ja? Also, auf jeden Fall hat man auch herausgefunden, dass hier in Malaysia, also das ist eben, wo diese ganzen vielen Inseln sind, dass dort ganz viel die Menschen mit Steinen zum Beispiel zählen. Also die nehmen Steine und dann zählen sie ein Stein und zwei Steine und drei Steine und so weiter. Oder sie benutzen auch, wenn sie mehr am Meer leben, Muscheln. Das heißt also, sie zählen ganz viel mit Steinen und Muscheln, und zwar dann, wenn die Finger nicht mehr ausreichen. Das heißt also, die meisten Völker, die zählen, haben natürlich als erstes ihre Finger benutzt. Und das machen Gott sei Dank Kinder heute noch. Ja, bis die Lehrerinnen und Lehrer es ihnen verbieten. Aber das ist eine andere Geschichte. Also normalerweise ist jeder Mensch, der zählen lernt, fängt mit den Fingern an. Also kleine Kinder, ne, die machen immer mit Fingern und so. Und so fängt das Zählen an. Und das haben wir von allen Kulturen so übernommen. Ja? Und was eben interessant ist, was rausgefunden wurde, dass in allen Kulturen deswegen die 1, also die Ziffer 1, gleich geschrieben wird. Also die Ziffer 1 ist überall ein Strich. Sowas. Egal ob im Chinesischen zum Beispiel, da liegt das so, der Finger, oder bei den Ägyptern, egal in welcher Kultur du bist, die 1 ist immer so ein Finger. Und deswegen... Finger heißt auf Lateinisch Digitus. Digitus. Und deswegen im Englischen gibt es auch the digit. The digit. Das ist der Zahlenwert. Digit, Stellenwert. Oder habt ihr digital schon gehört? Ja, schon. Ihr seid ja schon ein bisschen modern unterwegs. Also das heißt, alles, was mit Zahlen zu tun hat, ja, hat eben mit diesem
Digit zu tun. Digital zahlen. Okay, sehr spannend. Ja, und die haben halt dann irgendwann gemerkt, also Finger reichen nicht mehr, also nehmen wir noch weiteres dazu, wie Steine oder Muscheln. Dann haben Hirtenvölker so ganz früh eben auch bei uns in der Gegend, also ganz so in der frühen, ganz alten Steinzeit, haben Hirtenvölker, so hat man rausgefunden, eben sich in Gruppen zusammengetan und die haben dann so gezählt, also so, die haben sich dann nebeneinander gesetzt und haben gesagt, okay, also ich zähle jetzt mal hier meine Finger, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, mehr habe ich nicht, bis 10. Dann haben sie gesagt, okay, ich suche mir einen Nachbarn, der links neben mir sitzt, ja, und gebe jetzt meine 10 Finger, gebe ich auf deinen kleinen Finger da drauf, halte mal kurz hin, strecke mal ein bisschen mir entgegen den kleinen Finger da. So, das heißt, der Finger hat jetzt den Wert 10. Also ich gebe dir meine 10 und da, du bist ein neuer Stellenwert. 10, dann ist das? 12. Nein, nein, das können 20. die nicht. 20? 30, 40, 50. 100, fertig. Jetzt sitzt neben dir der 100er Stellenwert. Du gibst deine 100 an seinen kleinen Finger weiter. Genau. Und weiter geht's. 100, kannst du wieder loslassen. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 1000. Genau. Also man geht davon aus, dass schon diese Hirtenvölker eine Art unseres Zehnersystems entwickelt haben, indem sie die Finger genommen haben und haben die Idee, haben genialerweise die Idee gehabt, okay, wir müssen so ein Stellenwertsystem aufbauen und jeder, ne, vertritt eine Stelle. Also ich bin jetzt die Einerstelle, du die Zehnerstelle, du die Hunderterstelle. Jetzt haben die gesagt, okay, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt verstanden haben. Wie sieht dann, wenn wir sind jetzt die Hunderter, Zehner und Einerstelle, wie sieht jetzt fürs Volk aus, wenn wir sagen wollen, wir haben 123 Schafe auf der Weide. Wie sieht es aus? Genau, habt ihr das gesehen? So viel. Genau. Das heißt also, die haben dann einfach Zahlen dargestellt, natürlich sehr große Zahlen, indem sie dann halt immer wieder Helfer und Helferinnen gebraucht haben, die, wenn es mehr waren, eben einfach noch wieder eine Stelle dazu gebracht haben. Sehr spannend. Also scheinbar gibt es eben das Zehnersystem schon sehr lang, also ein System, das Menschen entwickeln mussten, damit sie einen Überblick behalten über diese vielen Tiere, die sie ja gehalten haben zum Beispiel. Ja? Meine, ihr wisst ja, ne, was Tiere haben, eine sehr besondere Eigenschaft, oder? Die vermehren sich. Und zwar mehr als Menschen. Ja? Also ne, so ein Hase, der wirft schnell mal 10 Junge. Das hat bis jetzt, glaube ich, noch keine Frau der Welt geschafft. Also 10 auf einen Streich. Also das heißt also, Tiere können sich unglaublich schnell vermehren und dadurch haben die natürlich sehr schnell, ne, größere Zahlenwerte sich ausdenken müssen. Dann haben wir herausgefunden, dass hier in diesen vielen Inselgruppen, also das haben natürlich, wer hat das rausgefunden, immer Forscherinnen und Forscher, die eben halt solche Völker beobachten. Ne? Die beobachten die, die wollen halt mehr wissen, ja, was ist, na, wie leben die eigentlich? Und da haben sie zum Beispiel jetzt hier in Ozeanien herausgefunden, dass es Menschen gibt, die an ihrem Körper zählen. Also die zum Beispiel sagen, 1, 2, 3, 4, 5, ich muss da mal ein bisschen abgucken, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, wo ist 18? 17. Okay, ich muss das noch ein bisschen üben. Ah, 18 ist der linke kleine Fußzeh. Das heißt, sie zählen dann an den Fußzehen weiter. Dann geht es weiter hier in die Fesseln. Ne, so. Das heißt, die müssen ihren Körper sehr gut kennen. Die haben ganz bestimmten Teilen des Körpers, haben die Zahlen zugeordnet. Ja, das ist total spannend. Also wenn man das jetzt öfter spielt, ne, da könnte man, also wenn man sich das einprägt, ne, und du das total drauf hast, also es geht ja immerhin, geht es nur bis 33, ne? Und dann kann man sagen, zeig mir 27, und dann muss ich gucken, 27, ah, rechtes Knie, genau. Das heißt, also man könnte ein wunderbares Spiel draus machen, ne? So. Und dann würden manche Leute total verrückt werden, weil sie sagen, was, könnt ihr nicht zählen wie die,
Insulaner aus Ozeanien, die wissen genau, wo 27 ist. Also sehr spannend, Zellen am Körper. Also ist wohl auch sehr verbreitet. Dann hat es auch immer wieder Menschen gegeben, die zum Beispiel auch wieder angefangen haben mit Digitus, mit Strichen, wie die Römer zum Beispiel. Ne, die haben einen Strich gemacht, das war eins. Dann haben sie wieder einen Strich gemacht, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Oh, und dann ging die Steinplatte aus. Das heißt, also irgendwann war das ein bisschen unübersichtlich mit den vielen Strichen. Dann haben sie gedacht, okay, müssen wir das jetzt ein bisschen bündeln. Also wir machen jetzt eins, zwei, drei, vier und so ein Schrägstrich. Fünf, sechs, sieben, acht, neun und wieder ein Schrägstrich. Und so sind langsam aus diesen Schrägstrichen sind eben auch zum Beispiel für die fünf dieses V entstanden. So ist die fünf bei den römischen Ziffern. Und dann wurde das V so gemacht, und wer sich mit römischen Ziffern schon beschäftigt hat, weiß, dass das die 10 ist. Ja? Das heißt also, letztlich sind die römischen Ziffern auch nichts anderes als unterschiedlich zusammengesetzte Digiti heißt es, glaube ich. Also lauter Striche, die irgendwann, damit es übersichtlicher wurde, anders gebündelt wurden. Sehr spannend. Römer haben es sich ausgedacht. Dann gibt es Menschen, die zum Beispiel ja, auch Gebetsschnüre zum Zählen benutzen. Ja, genau. Also ne, das ist zum Beispiel hier ein Rosenkranz. Ja, den benutzen manche zum Zählen, um einfach bestimmte ja, Dinge festzuhalten, die einem wichtig sind. Also, ne, so zählt man und dann kommt man wieder und dann... Ja, merkt man plötzlich, okay, oh, das ist so die Szene. Ja, genau, und da zählen die da diese Kugeln durch. Das gibt es in allen Religionen, gibt es das. Ne? Bei den Buddhisten, die Hindus, die haben alle solche Zählgebetsschnüre, weil die haben festgestellt, wenn man so durchzählt, dann kommt man in so einen besonderen Zustand. Na, wenn man das jetzt 10-mal macht, immer so, dann kommst du so in einen Zustand wie in Trance. Ne, so. Und da haben Menschen herausgefunden, dass durch dieses Beten mit Zählen, dass man dann in so einen Trance-Zustand kommt und dann fühlt man sich direkt mit einer höheren Kraft verbunden. Gell? Also muss man aufpassen, dass man manchmal hat das Gefühl, jetzt hebe ich schon ab. Gell? Aber ist ja gut, man sitzt ja am Boden und zählt noch weiter. Also ist ganz spannend. Also, auch das ist überliefert, Gebetsschnüre zum Zählen. Ja? Dann, was auch ganz stark überliefert wurde, zum Beispiel, dass festgestellt wurde, man hat überall, bei so alten Funden von ganz frühen Kulturen von Menschen, hat man Knochen oder auch so Holzstäbe gefunden, wo so... Striche eingeritzt waren, so. Ja? Und dann ist man dem wieder nachgegangen, Forscherinnen und Forscher sind dem nachgegangen und haben festgestellt, dass das, haben sie dann genannt, Kerbholz. Kerbholz, klar, ne? Das heißt, wenn ich da was reinmache, dann kerbe ich eine Ritz da rein, Kerbholz. Und da ist ganz nett, gibt es bei uns in der deutschen Sprache einen ganz netten Spruch, so, den habe ich als Kind oft gehört, dass eben Erwachsene mir, habe ich es lange nicht verstanden, aber jetzt weiß ich, was die gemeint haben. Die haben gesagt, na Klaus, ich bin mal gespannt, was du so alles auf dem Kerbholz hast. Weil ich hatte zwar kein Holzstäbchen, wo ich das reingeritzt hatte, aber die haben gemeint, was man auf dem Kerbholz hat, das bedeutet, was man für einen Blödsinn gemacht hat oder ja, halt anders, was dem Menschen nicht so gut gefällt. Ne? Und es wird vermutet, dass eben diese Menschen früher, wenn jemand irgendeinen Blödsinn gemacht hat oder so, dass dann immer ein Ritz reingemacht wurde, eingekerbt wurde. Ne? Und wenn Stapel voll war, ab ins Gefängnis.
Und glaube, das gab es damals noch nicht. Auf jeden Fall, irgendwas werden sie ausgedacht haben. Ne? Bei einmal ein Holz voll eingekerbt, haben sie sich überlegt, also da muss jetzt was passieren. Gell? Okay, also das wäre jetzt zum Beispiel mit dem Kerbholz. Auch wieder lauter Striche zum Zählen, aber das Zählen wurde halt immer auch von Menschen benutzt, um irgendwas festzuhalten, um irgendwas darzustellen. Ganz wichtig, genau. Wer auch mit Schnüren gezählt hat, was überliefert wurde, was man rausgefunden hat, gibt es heute noch in Südamerika, dort Mittelamerika, dort, wo die Inkas leben. Also Inkas, ein altes Volk in Südamerika, Mittelamerika, die haben sich solche Zählschnüre gemacht, Knotenschnüre. Und Knoten heißt auf Inka-Sprache Kipu, Kipu-Schnüre. Und die haben diese Schnüre genau nach dem Zehnersystem gemacht. Das heißt also, da haben die bestimmte Knoten gemacht und jeder bestimmte Knoten sagt, ob es sich um 1, 10, 100 oder 1000 handelt. Also je höher die Zahl wurde, umso dicker wurde der Knoten. Und dazwischen gab es immer so Leerstellen. Das war dann so ein runder Knoten. Das heißt also, die haben mit diesen Schnüren, das ist so aus Museen hier zum Beispiel so ein Bild, mit den Schnüren haben sie festgehalten, wie viel Steuern sie eingenommen haben von jedem oder wie viele Tiere sie auf ihrer Weide haben oder ja, alles, was halt wichtig ist, was man zählt, um es festzuhalten, um einfach zu dokumentieren, das ist das, was ich an Viehbestand habe oder was ich an Steuern eingenommen habe in der Kasse oder was auch immer. Also auch ganz spannend, eben solche Schnüre, die eben zum Zählen benutzt wurden. Dann hat man herausgefunden in China, dass dort die Menschen herausgefunden haben, wenn sie ihre Handinnenflächen anschauen, könnt ihr auch mal gucken, dann haben die gesehen, dass wir an den Handinnenflächen zum Beispiel immer so Abschnitte haben. Ne? So, seht ihr, ne? Und dann sind sie draufgekommen, wenn ich die jetzt zähle, das heißt, ich fange mal hier an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jetzt geht es mit der anderen Seite weiter, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28. Und dann waren die total überrascht, dass die zwei Handinnenflächen, die Abschnitte von den Handinnenflächen, genau übereinstimmend mit einem Mondkalender. Ist das nicht wahnsinnig? Das heißt, wir haben den Mond in die Hände reingemalt bekommen. Also ein Mondkalender. Es besteht nämlich ja aus 28 Tagen. Und damit konnten, und das machen teilweise heute noch chinesische Frauen, konnten die ihren Zyklus berechnen. Ja? Also wann zum Beispiel bei ihnen wieder eben eine Menstruation beginnt oder wann sie aufhört, damit sie einfach wissen, aha, jetzt ist eine Zeit, da muss ich aufpassen, wenn ich nicht schwanger werden möchte. Das ist genial, gell? Hast deinen Mondkalender immer dabei. Das ist genial. 28. Ja, dann hat man gefunden bei uns in Deutschland, in Baden-Württemberg oder mehr im Badischen, also wo Freiburg ist und so weiter, da hat man plötzlich ganz viele Säcke gefunden, in dem Mehl zum Beispiel, gemahlenes Getreide drin ist. Und man hat festgestellt, dass an den Säcken immer, damit das Mehl drin bleibt, verschiedene Knoten waren, um die Säcke zu schließen. Und dann haben Forscherinnen und Forscher wieder herausgefunden, was hat denn das für eine Bedeutung, dass da verschiedene Knoten, die Säcke zugemacht waren, mit verschiedenen Knoten. Und dann wurde herausgefunden, dass jede Art, wie der Knoten war von dem Sack, hat dem Kunden verraten, in welcher Mahlstruktur das Mehl war. Ob es grob gemahlen ist, fein gemahlen ist. Das heißt also, man hat genau mit dem Knoten sich gemerkt, das ist das Mehl, was da drin ist. Durch den bestimmten Knoten. Und das ist auch, also man hat, also die haben den Knoten benutzt als Merkhilfe.
Und das fand ich, als ich das dann gelesen habe, ich meine, ich habe mir das ja alles nachgelesen, was ich euch jetzt erzähle. Ne? Und das waren die Sachen, die ich natürlich euch erzähle, die ich am spannendsten fand. Ich dachte, boah, das ist ja eine coole Nummer. Jetzt weiß ich endlich, was meine Oma gemeint hat. Weil meine Oma hat immer, wenn ich zum Beispiel für die Schule was auswendig lernen musste, ne? So ein Gedicht oder einmal eins, dann hat meine Oma immer gesagt, mach dir doch einfach einen Knoten ins Sacktuch. Kennt ihr ein Sacktuch? Früher hat man Taschentücher, also nicht aus Papier gehabt, aus Stoff, die hast du rausgezogen und hattest so einen Lappen. Das war ein Sacktuch. Das kannst du als Tischdecke auch benutzen. Ja? Das heißt also, man hat riesige Tücher, hatte ich noch als Taschentuch. Die wurden auch immer noch, als ich Kind war, wurden die noch gewaschen und gebügelt und zusammengelegt. Und dann hatte ich das wieder in meinem Sack drin. Gell? Und die Oma hat dann gesagt, also mach den Knoten ins Sacktuch. Und wenn du dann dran kommst in der Schule, hältst den Knoten fest und dann fällt dir alles wieder ein. Und es hat tatsächlich gestimmt. Oh. Also meine Oma war schon ein bisschen voodoo-mäßig unterwegs. Gell? Also das fand ich total toll. Genau. Also Knoten als Merkhilfe, ganz spannend. Und seht ihr dort drüben, seht ihr was? Nämlich? Was? Siehst du nicht? Ihr könnt es ja nachher anschauen nochmal von der Nähe. Gell? Auf jeden Fall ist das, was überliefert ist, so Ton zum Beispiel, irgendwelches weiches Material, benutzten die Sumerer und die Babylonier. Das war ein altes Volk, das hier dort lebte, Syrer, Babylonier und Sumerer, wo die zwei Flüsse zusammenkommen, die genannt werden Euphrat und Tigris. Mesopotamien. Mesopotamien heißt übersetzt Zweistromland. Und dazwischen war eben ganz viel altes Wissen, haben die da gefunden. Und die haben zum Beispiel eben in Ton oder eben in was Weiches, haben die so ihre Zahlen, die sie dargestellt haben, so eingekerbt. Also das ist so ein Kerbholz. Und dann wurde das so reingedrückt und dann haben sie so ihre Zahlen dargestellt. Und zwar eben auch natürlich die 1 wieder ein Strich. Und was die erfunden haben, ist ein ganz interessantes System, was für Mathematik ganz wichtig wurde, nämlich das 60er-System. Das benutzen wir heute noch, das 60er-System. Wann benutzen wir das? Denk, denk, denk. Na? Also ich benutze es, wenn ich sage, wie viele Sekunden hat eine Minute? Na Gott sei Dank. Also wenn wir Zeit rechnen, dann benutzen wir immer noch dieses alte Zahlensystem der Babylonier, das 60er-System, für die Zeitrechnung. Und wo ihr das auch benutzt, wenn ihr zum Beispiel Geometrie macht. Der Winkelmesser ist aufgebaut auf dem 60er-System. Weil nämlich ein Gradmesser genau eingeteilt ist in 360 Grad. Das ist ein Kreis. Ne? Was wir oft kennen, ist nur der halbe Kreis. Das ist dann halt nur 180 Grad. Aber normalerweise ist die Gradmessung, geht zurück auf einen Kreis. Warum haben die das genommen, die 360? Weil sie vermutet haben, dass so lange die Erde braucht, um einmal um die Sonne zu wandern. Ne? Wenn man also ein bisschen mit geraden Zahlen rechnen möchte, dann nimmt man 360 anstatt 365. Also daher kommt die Gradmessung. Genial. Ja, und dann ist natürlich, haben dann andere Völker, die Babylonier, haben festgestellt, Mensch, in der 60, da ist ja unglaublich viel enthalten. Da ist die 3 enthalten, die 6 enthalten, die 12 ist enthalten. Und dann ist doch glatt aus dem 60er-System das 12er-System entstanden. Ein Jahr hat 12 Monate, wisst ihr schon, gell? Ein Tag, 12 Stunden. Die Nacht, 12 Stunden. Das 12er-System. Das gibt es in England heute noch, ein Dutzend. Ist nach dem 12er-System berechnet. Also die 12 war plötzlich die magische Zahl überhaupt,
die für Mathematik von großer Bedeutung war, das Zwölfersystem. Und dann war für sie klar, und das haben wir heute noch, wenn ihr Englisch zählen lernt, ne? Bei 12 hört es auf bei den Engländern. Bei uns allerdings auch. Weil bis 12 hat jede Zahl einen ganz eigenen Namen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Im Deutschen auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und nach der 12 ist auch schon wurscht. Ne, weil da geht es weiter mit 13, 14, 15, 16 oder bei uns auch, ne? 13, 14. Das heißt, es ist total spannend, dass man plötzlich, haben die gesagt, also bis 12 ist wichtig, aber ab 13 wird es komisch. Und daraus ist was Geniales entstanden. Bis heute gibt es den Aberglauben, die Zahl 13 ist... Oh, 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 oh. Und dann noch an einem Freitag. Nix Black Friday oder so ein Käse, nix. Das ist ja, Black Friday ist ja nur Geschäftemacherei. Also das sollte man sich möglichst raushalten. Gell? Also Black Friday können wir lassen. Ja, gut. Also, ist nicht. Aber Freitag, 13. Und da gibt es unglaubliche Geschichten dazu. Es gibt zum Beispiel nach wie vor, wenn du im Flugzeug bist, keinen Sitzplatz 13, keine Reihe 13, keine Reihe 13. Ja, weil wenn du da sitzen würdest, das heißt besser, es gibt gar keine Reihe, das Flugzeug würde nie abheben. Also das glauben sogar Flugzeughersteller, ist doch unglaublich. Oder in Hotels gibt es meistens kein Zimmer 13. Das heißt also, dieses unglaubliche Wissen, was mit Zahlen zusammenhängt, hat sich bis heute so durchgesetzt. Ja? Aber uns ist es oft gar nicht bewusst. Und das ist doch total spannend. Also allein da lohnt sich doch diese Geschichte schon, sich mal mit dem zu beschäftigen, was uns da täglich und ständig umgibt. Genau. Also das ist auch sehr spannend, diese 13. Ja, und dann haben natürlich viele Völker eine Art Zahlenmalerei erfunden. Ne? Also zum Beispiel die Chinesen, die malen ja eigentlich Zahlen. Die haben ne, für jede Zahl, sieht aus wie ein, ja, wie ein Symbol, ein schönes gemaltes Symbol. Und genau das Gleiche haben zum Beispiel die Ägypter mit ihren Hieroglyphen. Ne, das sind ja auch alles keine Zahlen, sondern Symbole. Also die Ägypter zum Beispiel, die 1 ist natürlich wieder der Digitus. Die 10, natürlich haben die alle das Zehnersystem dann schon übernommen, die 10 ist so ein Bogen, manche sagen, das ist so, hier so ein Fersenknochen, so wie ne, wenn man so um die Ferse rumlangt. Andere sagen aber, nein, nein, der Bogen ist so ein Joch, das die Ochsen umgelegt bekommen haben, damit man sie auf dem Feld führen kann. Die 100 ist so eine Spirale, angeblich von einer Schnecke abgeleitet. Die 1000 ist eine Lotusblume, weil Lotusblumen gibt es ganz viel am Nil. Ne, weil ja da ist ja Ägypten. Ne? Dann die 10.000 ist ein ganz besonders großer Finger. 10.000, der Finger vom Pharao. 100.000 ist ein Frosch. Warum ist die 100.000 so eine große Zahl ein Frosch? Weil die Frösche am Nil eine einzige Plage waren. Die haben sich irrsinnig zwischen den Schilfrohren und das alles haben die sich vermehrt. 10.000. Und die 100.000 ist ein sitzender Pharao. 100.000. Also es heißt also, die haben mit Bildern gearbeitet und haben jedem Bild eine Zahlengröße zugeordnet und haben damit dann, hier seht ihr ja auf dem Bild dann, alle möglichen Zahlen mit den Symbolen darstellen können. Nur könnt ihr euch vorstellen, bis die eine Zahl geschrieben haben, ne? Das dauert ein bisschen, oder? Bis du da deine Lotusblumen alle hingemalt hast und geschweige denn den sitzenden Pharao. Also hast du nicht schnell mal deine 124.500. Also, aber die hatten Zeit scheinbar. Also die haben sich wirklich Zeit gelassen, ihre Zahlen darzustellen. Ja, und dann haben sich immer wieder Völker
mit unterschiedlichen Zahlenschreibweisen beschäftigt. Zum Beispiel die Griechen haben das dann schon abstrakter gemacht, die Zahlen. Ja, also es sind dann also solche geometrischen Formen teilweise. Und dann fing es eben schon sehr bald an, dass Menschen angefangen haben, die Zahlen zu benutzen und mit denen zu rechnen. Und ich hab euch hier mal so ein Brett mitgebracht, das ist so ein bisschen nachempfunden nach den persischen Rechenbrettern, die es schon ganz früh gab. Und zwar haben die so in Sand sich so ein Stellensystem reingemalt, wie ihr das dort seht. Und haben gesagt, okay, die kleinen Steinchen sind die Einersteinchen, die bisschen größeren die Zehner und das sind die Hundertersteine. Ne? Und dann haben sie diese Steine so zusammengetan, also das sind 400, 50, 457. So hat ihre Addition auf dem Rechentisch ausgesehen. Weil die sich so Spalten gemacht haben, das haben wieder andere Kulturen übernommen, wie die Chinesen und die Russen. Ganz viele Kulturen haben dieses System mit den Spalten übernommen und haben aber das nicht mehr in Sand gemalt, sondern auf so Maschinen, Rechenmaschinen, auf Drähte, haben die Stellenwerte unterteilt. Oder eben dort auch mit Holzstäbchen im chinesischen Rechenrahmen. Genial. Und daraus ist Folgendes entstanden, nämlich diese Linien hier, diese eingezeichneten, die wurden genannt Abakus. Abak. Abak hießen die Linien, also die die Stellen dargestellt haben. Und deswegen heißt dieser Rechenrahmen Abakus, also ein Rahmen mit Linien, mit Abaks. Und was auf diesen Linien sind, sind hier die Perlen, hier waren es die Steine. Oder als Montessori-Material gibt es auch diese Marken. Und die heißen auf Lateinisch Calculi. Also Steine waren die Calculi, also mit denen man zählen konnte, die an bestimmten Stellen dargestellt wurden, damit man den Stellenwert wissen konnte. Auch wieder spannend. Calculi. Zum Rechnen. Do you know calculator? You can use it sometimes. If you don't want to use your brain, you use calculator. Okay. Oder man hat auch, es gibt das Wort Kalkulation. Also wenn du etwas, eine Berechnung herstellen willst. Also ganz spannend finde ich immer wieder die Sprache auch dabei zu haben, wie die zu dem Ursprung von ganz alten Bräuchen zurückgeht. Da habe ich euch dann noch was hingelegt. Es gab dann so Rechenmeisterschaften, die dann ausgeführt haben. Da haben manche haben auf diesen Rechenbrettern gerechnet und andere haben schon auf ihrem Abakus gerechnet. Und dann haben sie Meisterschaften gemacht. Wer wird zuerst mit der Aufgabe fertig? Was glaubt ihr, wer als erstes immer fertig war? Die mit den Steinen legen oder die mit dem Abakus? Ihr könnt es ja mal testen. Ihr könnt mal so, wenn ihr mal einfach das ausprobieren wollt, macht mal so eine kleine Meisterschaft, ne, im Rechnen. Die einen rechnen mit einem Markenspiel, also mit Calculi, ne, legst du da deine Zahlen hin und dann addierst du. Und die anderen machen die gleiche Aufgabe mit dem Rechenrahmen. Also ich habe bis jetzt immer mit dem Rechenrahmen gesiegt. Weil das geht unglaublich schnell, diese Kugeln so. Und dann legen die immer noch mit den Marken ihre Zahlen hin, bis sie da erst mal liegen. Das dauert schon ganz lang. Das ist total spannend. Können wir machen. Also so, das ist nett. Ja, und dann gibt es einen ganz großartigen Menschen, natürlich aus Deutschland. Wo soll er sonst herkommen, gell? Aus Erfurt, gell? Der Rechenmeister namens Adam Ries. Viele bezeichnen ihn auch als Adam Riese, was aber nicht stimmt. Der hieß gar nicht Riese, der hieß nur Ries. Und der Herr Ries, der hat was ganz Wichtiges gemacht. Der hat gesagt, also wir müssen das endlich dem gemeinen Volk möglich machen, dass die rechnen können. Weil nämlich bis zu dem Zeitpunkt, bis so zum Mittelalter, durfte das Volk nur arbeiten. Auf dem Acker oder wo auch immer. Gerechnet wurde nur in Herrschaftshäusern und in Klöstern. Hinter dicken Klostermauern.
Die haben gerechnet und die anderen haben gearbeitet. Aber man hat ihnen, die gearbeitet haben auf dem Land, den hat man natürlich, die mussten ja was zu futtern haben. Ne, die Königshäuser und die ganzen Burggrafen und so weiter und die Klösterleute. Also, dann haben die sich das Zeug eingekauft bei den Leuten, die auf dem Land gearbeitet haben und haben denen gesagt, ja, ich gebe euch so und so viel dafür. Die konnten natürlich nie überprüfen, dass sie eigentlich ständig beschummelt wurden. Weil sie konnten es nie nachrechnen. Weil sie konnten nicht rechnen. Also sie waren immer abhängig von dem, die schon rechnen konnten. Und der Adam Ries hat gesagt, das hört jetzt auf. Ich will, dass auch der ganz stinknormale Mensch rechnen kann. Und dann hat er angefangen, Rechenbücher sich auszudenken. Dem haben wir die Rechenbücher zu verdanken und Rechenhefte, weil er gemerkt hat, wenn die Menschen das auch gezeigt bekommen, ganz einfach, das Rechnen ganz einfach geht, dann können die auch ganz autonom mitrechnen und können nochmal überprüfen, ob nicht derjenige, der mir was verkaufen will, mich dann doch wieder beschummelt. Ja, das heißt also, die Kunst des Rechnens wurde erst sehr spät uns zur Verfügung gestellt. Das ist auch sehr spannend. Und da haben wir ganz viel diesem Adam Ries zu verdanken. Ja, und dann hat der Adam Ries auch herausgefunden, dass zum Beispiel schon andere Kulturen, die es eben, was es bei uns in Europa noch nicht gab, wir hatten zu der Zeit im Mittelalter, kannte man bei uns eigentlich noch nicht die Ziffern, die wir heute benutzen. Sondern da gab es immer noch nur die römischen Ziffern. Ja? Diese Striche. Und ein C für 100 und ein M für 1000. Das heißt also, man hat die römischen Ziffern nur benutzt, und man brauchte bei den römischen Ziffern keine Null. Und jetzt hatte der Adam Ries gehört, dass es Menschen gab, die mal so auf Reisen gegangen sind, um Gewürze einzukaufen in Indien. Und ne, so aus Arabien kommend sind die da rüber gegangen oder geritten, was auch immer, oder mit dem Schiff gefahren und haben festgestellt, dass die Inder schon eine Ziffer Null kannten. Und das kannten wir ja nicht. Bei den römischen Ziffern gibt es keine Null. Und das fanden die total ganz spannend. Also die Inder haben eine Null. Also die vom Osten, da drüben, die haben eine Null. Und das haben dann die Araber schon gewusst. Die nehmen ja auch die Null jetzt. Aber in den Klöstern haben sie gesagt, nein. Wir werden niemals die Null benutzen. Die Null ist Teufelswerk. Der Mensch wird niemals die Null benutzen. Wir bleiben bei unseren römischen Ziffern, da ist keine Null dabei. Und so wurde ganz lang ein Riesengeheimnis um die Null gemacht, bis auch das langsam aufgelöst wurde. Das heißt, man hat dann die Null integriert zu den arabischen Ziffern. Und das ist auch ganz spannend, dass es sehr lang gebraucht hat, bis wir eine Null hatten, die wir auch als wertvolle Ziffer benutzen können, weil die Null zeigt ja einen Stellenwert. Und einige von euch haben ja da schon mein Mitbringsel studiert. Ich habe da hinten ja so ein Mitbringsel an die Wand gehängt. Da sieht man, wie kostbar eine Null ist, oder? Du siehst ja fast nur Nullen auf dem Papier. Und natürlich, weil ich die Null besitze, kann ich ja riesige Zahlen schreiben. Ja? Das haben, in Biberko haben das zwei Jungs gemacht, ein 7- und 8-jähriger Junge, die konnten gar nicht mehr aufhören. Die sind noch nicht fertig. Also, weil die haben bis jetzt sind sie gekommen bis zur Septillion, 10 Septillionen. Aber sie arbeiten weiter. Ich habe ihnen nämlich gesagt, es geht bis zur Nonilliarde. Das heißt also, sie brauchten dann noch größeres Papier, weil du musst das Papier immer größer machen wegen der Nullen. Das heißt also, es geht dann weiter so bis zu 100 Nonilliarden, bevor dann Gogolplex kommt. Gell? Und die sind im totalen Nullrausch gelandet. Also die haben tagelang haben die nichts mehr anders gemacht, als dieses Plakat geschrieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ist ja nett, gell? Ja, aber du, wenn es dich gepackt hat mit der Null, dann hat es dich gepackt. Dann ist alles andere. Also es war mir einfach wichtig. Ich habe Erlaubnis bekommen, dass ich das mitnehmen darf. Also muss ich wieder mitbringen.
Also die Null, was sehr Bedeutungsvolles. Und weil aber eben diese Null so lange geheimnisvoll war, hat man eben, und die Araber das wussten, hat man eben eigentlich unsere Ziffern, nennen wir heute, also die Ziffern, die wir kennen, arabische Ziffern. Aber das ist eigentlich nicht richtig, weil die Araber haben ja die Null von den Hindus, von den Indern geklaut. Also müssten wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich unsere Ziffern Hindu-arabische Ziffern nennen. Weil es eine Mischung ist zwischen einem Wissen aus Indien und einem Wissen aus Arabien. Also, so viel zur Geschichte der Zahlen. Das war's. Danke.